Kapitel 3. Plitsch, platsch. Ah, okay, es regnet mal. Brauche etwas Musik, um diesem trüben Regenwetter etwas Farbe zu verleihen. Ich finde das ehrlich gesagt sehr sympathisch, dass sie sich jeden Tag hier Musik anmacht. Der Musikgeschmack ist zwar etwas, ja, weiß ich nicht, lässt sich nicht drüber streiten eigentlich, aber trotzdem dieses, ich mache mir morgens erstmal einen Kaffee und Musik an, bevor ich anfange zu arbeiten, irgendwie ist das cool. Ich liebe das Prasseln des Regens im Hintergrund zur Musik. Okay, aber so traurige Musik hätte ich mir an so einem Regentag nun wirklich nicht. Ey, guck mal hier, das gießt aus Eimern. Da hätte ich mir etwas andere Musik, glaube ich, angemacht. Aber gut, aber gut. Wir machen uns mal wieder unser Standardfrühstück. Diesmal lasse ich das Ei mal so richtig lange durchbraten. Kann man das eigentlich auch verbrennen, frage ich mich gerade. Ich glaube nicht. Lupsch. Gut. Gefrühstückt haben wir. Ich habe meinen Laptop wie gewöhnlich eingeschaltet. Meine Daten sind weg. Vielleicht merkst du beim dritten Mal, dass du diese Bewerbung einfach mal direkt losschicken solltest. Wie kann man denn so lange darum herumtanzen, eine Bewerbung loszuschicken? Die Daten sind aus unerfindlichen Gründen verschwunden. Na, wer hätte das gedacht? Erstmal Käffchen auf den Schock. Ich will im Moment nicht drüber nachdenken. Okay. Wahrscheinlich hat sie gerade so ein kleines Tief und ne, diese typischen kleinen Existenzkrisen, die man manchmal so hat. Das, was ich mache, überhaupt richtig? Bin ich gut genug? Etc. etc. So klingt das zumindest gerade. Alte Mann ist krank. Heute regnet es zum ersten Mal, seit ich hierher gezogen bin. Okay, das kann ja noch nie so lange sein. Ist der alte Mann krank? Oh, hoffentlich nicht. Nein, nicht krank werden, alter Mann. Der so ein bisschen Weihnachtsmann-mäßig aussieht. Nicht nur in unserer Zeichnung. No. Und sein Bild, das haben wir auch schon mal gesehen. Ich frage mich, ob sie die dann alle immer abgemalt hat, weil sie bei ihnen gesehen hat. Nur so als Übung oder als Inspiration oder so. Weiß nicht. Ah, die haben beide einen Schirm. Das haben wir doch schon mal gesehen. Okay, ihre ist rot, seiner ist grün, der Wagen ist grün, genau. Nein, ich bin nicht farbenblind. Seiner ist gelb, der ist rot. Da hinten ist noch ein gelbes Auto. Grün, genau. Okay, dann... Das ist nicht das Bild, da stehen die beide. Wir hatten das Bild, wo sie aneinander vorbeigehen. Das hier, ne? Das, genau. Okay, also ihrer war natürlich rot. So ein bisschen hier How I Met Your Mother-Style, ne? So der Regenschirm. Right. Ja, unbedingt. War total das, was ich dahin gemalt habe. Noch mehr? Na komm. Ist der so groß? Hängt der so tief? Ich meine, noch ein bisschen mehr. Tatsache. Hä, aber er hat doch einen Regenschirm hier gehabt. Ich mach das ganz wunderschön. Verdammt. Komm schon. Achso, der muss wahrscheinlich mehr hier unten rein. Okay. Ich glaube, ich vergesse immer, wie tief diese Regenschirme eigentlich hängen. So irgendwie, ne? Stimmt genau so. Ja. Sie gehen in unterschiedliche Richtungen und tragen Regenschirme in verschiedenen Farben. Bemerken Sie sich? Ah, der Laden. Da können wir auch noch mal unser Grün reinklecksen.
Was genau verbindet das Gemälde des alten Mannes mit der Zeichnung um der Schublade? Das ist eine sehr gute Frage. Und was verbindet das alles mit unserer nicht vorhandenen Kunst? So, hier oben war so eine komische Ausbeulung. So. Jetzt ist es vollständiger. Hat er hier auch seinen gelben Schirm? Tatsache. Unten. Okay, irgendwie haben die sich getroffen und ständig, ne? Ein riesiges Schild verleiht dem der tristen Stadt Farbe. Ein Mann mit gelbem Schirm hat darunter Zuflucht gesucht. Okay. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge das alles ist. Straßenszene, Sonne und die Schirme. Ich habe das Gefühl, dass die Komposition einem Bild in meinem Zimmer gleicht. Woher wissen wir das denn alles? Warum wissen wir da hinten? Warum wissen wir immer so genau, ne? Woher die beiden sich kennen, wer die sind, was die gemacht haben? Und warum sieht die so aus wie wir? Na komm schon. So. Ich kann wunderschöne Schirme malen. Also warte kurz. Ihre ist rot, das weiß ich doch. So. Ihre ist rot. Seiner war gelb, richtig? Ich guck nochmal. Gelb, ja. Aber wieder weiter am Kopf dran. Ich male die immer zu hoch. So eher. That's it. Sieht gut aus. Da fehlt aber noch die Sonne. Hier so hinten drin. Klopp. Sie scheinen Spaß zu haben, ob sie bemerkt haben, dass der Regen aufhörte, als die Sonne rauskam. Noch eine Nachricht von J. Anscheinend ist sie an eine Person namens Amber gerichtet. Ich meine, es ist unsere Wohnung. Es sind unsere Bilder. Da sind Nachrichten an eine gewisse Frau Amber drin. Sind wir das nicht? Gar nicht? Liebe Amber, ich hätte nie erwartet, dass wir uns an diesem Regentag unter dem Schild treffen und reden würden, bis die Sonne rauskommt. Okay. Ah, jetzt müssen wir die Reihenfolge festlegen, glaube ich. Okay, geredet haben sie wahrscheinlich zum Schluss. So? Tatsache. Ja. Das ist die richtige Reihenfolge. Gelbe und rote Tassen. Naja, Schalen. Die müssen wir wahrscheinlich nochmal kurz nachtragen. Und zwar gelb unten und rot da drüber. Huch. So. Die sind so ein bisschen schräg. Okay, hier sind sie ein bisschen gerade. Und die rote ist entweder so. Ganz kurz. Das kann man machen, damit sie die einmal wieder wegnimmt. Oder halt so. So. Ich frage mich, ob hinter diesen drei Bildern eine Geschichte steckt. Ganz bestimmt. Und jetzt haben wir auch die blaue Farbe. Warum auch immer die in irgendwelchen Bildern versteckt ist. Ja, weiß ich nicht. Wieso finde ich in letzter Zeit an den merkwürdigsten Orten Bilder und Farben? Das ist deine Wohnung, Frau. Das musst du doch wissen. Was fragt sie uns das? Oh. Welche Verbindung besteht zwischen dem alten Mann und dem Mann auf dem Bild? Der alte Mann hat ja auch so eine Beanie auf, ne? Ist bestimmt der gleiche. Der ist jetzt einfach alt geworden. Frage ist, warum sehen wir aus wie seine Freundin? Und zwar haargenauso. Wer ist J und wer ist der alte Mann? Ne, die hier. Mütze. Weil man ja auch nach 50 Jahren immer noch die gleiche Mütze trägt. Und diese Frau, ja, die haargenau aussieht wie wir. Die japanische Lady Dimitrescu, sozusagen. Zumindest ein bisschen japanisch aus. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Die Frau in Weiß. Amber, was ist danach mit ihr geschehen? Und wir matschen ja erstmal mit Blau in unserem ganz wundertollen Gemälde rum. Das mit jedem Pinselstrich besser wird. Hintergrund ist blau. Die Berge oder was das sein soll, ich habe keine Ahnung. Alright. Alter, das sieht so furchtbar aus. Findet noch jemand, dass das total furchtbar aussieht?
Ich meine, wenn das ein Dreijähriger malen würde, würde ich sagen, ja, ganz toll. Sieht super aus. Hast du gut gemacht. Du hast, ne, die Farben in einzelnen Blöcken woanders hin gemalt. Das ist schon eine Leistung. Aber wenn das ein Erwachsener macht, der vermeintlich das gelernt hat und für eine Ausstellung malen will, dann hört es bei mir aber auf. Bisschen was muss noch überarbeitet werden. Mhm. Einfach nochmal neu anfangen. Und auch schön am offenen Fenster, wenn es auf das Bild regnet. Das endlose Prasseln des Regens auf der Straße ist wie ein Lied ohne Worte. Fertig, aber ein bisschen was muss noch überarbeitet werden. Huch, den Text konnte ich gerade so schnell nicht lesen. Da steht ein junger Mann. Der plötzliche Regen zwingt ihn, seine Termine über Bord zu werfen und Schutz zu suchen. Aha. Und da taucht sie auf. Macht sich Sorgen um ihre Farbe und sucht Schutz vor dem Regen. Und zufällig stellen sie sich an dem gleichen Geschäft unter. Beide finden unter demselben Schild Zuflucht und begegnen sich zufällig. Ach, schön. Ich mag das. Das Kleid mit den Sneakers ist voll die coole Kombi. So, sie sehen sich an und lächeln und dann beginnen sie während des Wartens über dies und das zu reden. Ach, so Dinge, die einem nie im Leben wirklich tatsächlich passieren. So. Wir reden über dies und das. Text. Darf ich wieder? Möchte noch irgendjemand davon ein Anime sehen? Oder bin das nur ich? Na komm schon. Text. Ich weiß es wunderbar, wie lange sie reden können, aber... Ich drücke auch noch mal ein bisschen auf meiner Tastatur herum. Ich glaube, ich muss einfach eine Weile nichts machen, bis es dann weitergeht. Ja, so. Sie reden selbst dann noch, als die Sonne rauskommt. Okay. Und da ist die Abfolge nochmal. Umgucken. Ist cool, dass sie hier immer so stehen bleiben quasi. Na gut. Mal hinterher. Was wird als nächstes geschehen? Sie kaufen sich eine kleine Katze. Nee, er hat die Katze wahrscheinlich schon, ne? Er hat die, glaube ich, schon. Kapitel 4. Alles okay? Geht's ihm gut? Nein, Opa! Oh, da waren gerade Leute auf seinem Gemälde. Bitte, was ist hier passiert? Wieso ist uns plötzlich das Fenster vor der Nase zugeschlagen? Sehe nichts, vielleicht sollte ich das Licht anschalten. Die Tür ist verschlossen, von innen kriege ich sie nicht auf. Bitte was? Die Tür ist von außen verschlossen und wir kriegen sie von innen nicht auf. Das heißt, jemand hat uns hier eingesperrt. What? Cool. Okay, okay. Keine Panik, keine Panik. J. Aber verkehrt herum. Irgendetwas fehlt. Okay. Ohnehin der arme Opa. Und anstatt einen Krankenwagen zu rufen, weil wir wahrscheinlich weder ein Telefon noch ein Handy haben, da ist eine Tür. Okay. Wir haben tatsächlich kein Telefon. Wollen wir nicht mal Notarzt rufen für den armen alten Mann? So, die Farbe ist geschmolzen, aber warum? Ich habe keine Ahnung mehr, wie es einmal ausgesehen hat. Ich schon. So, ich bin froh, dass sich niemand an diesem Bild zu schaffen gemacht hat. Einige sind noch heil, diese drei hier. Also, ne, intakt. Die anderen sind alle verschmiert worden. Okay, 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 okay. So, Amber, wieso erinnere ich mich nicht an das Passwort? Wo habe ich es hingeschrieben? Also wir sind doch Amber, ja? Sehe ich das richtig? Auf dem Notizbuch finden sich blaue Pfeile. Da ist Punkte in verschiedenen Farben. Gibt es da eine Verbindung? Ganz bestimmt. Gelb, blau, grün, rot. Blau haben wir gerade schon gesehen. Das müssten, denke ich mal, diese Pfeile sein.
Na gut, wir sehen uns erstmal um und dann lösen wir Rätsel, ne? War hier vorher auch schon eine Tür? Jemand hat einen roten Regenschirm darauf gemalt. Alak. Okay. Ah, wahrscheinlich Amber, ne? Gerade so kurz überlegt. Wir probieren mal Amber, was die sicherste Kombination überhaupt ist. Ich verschließe meine, ne, mein Passwort ist auch immer mein Vorname, damit jeder sofort weiß, woran er ist. Amber. Juhu. Das ist ihr Name. Nein, das ist dein Name, Mädchen. Höchstwahrscheinlich.